Zuhörst. Aber du bist mit Johannes am Sprechen, darum sage nicht 65 Christen und niemand So. antwortet. Du Mach dich sprichst wieder mit locker. Ich dem sag das Bruder Gleiche. Mach dich Daniel wieder und locker. mit Ich frag den Joker. Johannes, nicht mit mir. Mach dich wieder locker, weil er Joker. kann nicht antworten. Kann man den Joker. Heiligen Geist verlieren? Joker, das ist mein Stream und ich lasse sowas nicht zu. Das ist mein erster Stream und entweder reden wir hier normal miteinander oder gar nicht. Eins von Du, beiden. wenn ihr nicht Und ich antworten habe könnt, dann gesagt, brauchen wir auch nicht reden. Ich habe eine simple pass Frage auf, gestellt. Wenn ihr zu ich doof sag seid, dir. darauf zu antworten, dann brauchen wir auch nicht reden. Das ist eine ganz Pass auf, einfache du bist Frage. einfach zu engstirnig und anscheinend ein Das ist eine Scheunen. ganz Du hast einfache einen Frage, Digga. Scheunensicht, du hast einen Ihr seid doch Tunnelblick, hier du hörst ja Gelehrte nicht alle, ihr zu. tut auf Gelehrte. Du Ja oder nein? nein, Kann du man ihn hörst nicht verlieren? zu. Du hörst nicht zu. Wo ist das Problem Wenn zu du, antworten? nein, Ja wenn du oder mir nein? zuhören würdest, dann Hallo? bräuchtest du nicht mit irgendeiner Man dummen kann die Frage Ja Gabe oder Nein zu verlieren, kommen. Soll Joker. Kann ich Antwort geben? bitte Also, antworten, lieber Luca, meine bitte. Antwort darauf ist, schau mal, meiner Meinung nach ist eine Meinungsverschiedenheit, in dem Sinn. Viele sagen ja, die anderen sagen nein. Verstehst du? Und Okay. ich sehe in der Bibel einfach, dass Gott sagt, du kannst, aber ich hebe deine Hand und ich liebe dich und ich kämpfe für dich und ich hole dich zurück. Wenn du Okay, mit was reinem heißt für Herzen, dich? wenn du mit reinem Herzen wirklich nach Gott suchst, zum Beispiel, Ja. du bist als Muslim geboren, du hast keine Ahnung von Gott. Egal was du liest, du hast Gott nicht gespürt. Und dann fehlst du vielleicht von Gott, vom Glaube, damit eben du genau zurückkommst und sagen kann, ich erkenne, dass Jesus Christus Gott ist, dass Allah Oh, nicht okay. Gott ist und dass Mohammed kein Prophet ist. Verstehst du, Dann was ich hör sage? zu. Ich Verstehst verstehe du? dich. Und Eben. was heißt für dich jetzt, alles klar, was heißt für dich jetzt, derjenige, der einmal den Heiligen Geist gehabt hat und von Gottes Gnade abfällt, hat keine Chance mehr auf Buße? Nein, Was heißt das nein, für das dich? stimmt nicht, das steht nicht in der Bibel. Zeige mir das Das in der steht in Bibel. Hebräer 6. Schlag auf, Lesen wir schlag auf, Hebräer schlag auf, 6. Lesen wir schlag Hebräer auf. 6. Lesen Bruder, wir, dann schlag mach auf. einmal Hebräer Auf, 6. höre. Moment, Moment, ich schlage alle, auf. Moment, alle Moment, jetzt ich schlage stille. auf. Moment, Johannes, ich schlage alle auf. jetzt mal Wir kurz lesen stille. alle zusammen. Kannst du meinen Nee, Bildschirm wir groß lesen machen? zusammen. Wir lesen zusammen. Ich lese Kannst vor, du ich meinen hab's vor Bildschirm mir. groß machen? Ich bin vor mir. Ich hab's direkt vor mir und wir lesen Ich zusammen. möchte Okay? das hier vorlesen. Ist das so problematisch? Ich zeige es euch. Macht meinen Bildschirm Du groß, kannst ich doch zeige gucken, es ob euch. ich richtig vorlese oder nicht, okay? Wo ist das Problem? Ich möchte hier was zeigen. Ich möchte in Ruhe Du lesen und hörst das? vorzeigen. Ey, pass auf, Joker, ich Ist lasse das ein mich auf diese Problem? Art und Weise, ich Wo lasse ist mich auf das diese. Problem? Ich möchte aus der Bibel lesen. Wo ist das Problem jetzt? Warum machst du so Pass einen auf. Film daraus? Pass auf, ich kann es auch einfach zeigen, ich kann die Kamera anmachen und kann es auch Warum einfach kann ich es zeigen. dir nicht zeigen? Ich habe hier die Lutherbibel vor mir. Wo ist das Problem? Warum machst du einen Film jetzt? Und weiter, wir lesen Seriöse zusammen vor jetzt. Übersetzung. Wo ist So. das Problem, wenn ich es euch jetzt zeige? Erstens mal akzeptieren wir Lass Orthodoxen ihn sind zeigen, Bruder, lass ihn zeigen, deiner lass ihn doch, mach ihn doch Lutherbibel, groß, ja? lass ihn doch zeigen. So. Also wir haben ja nichts zu Ich fürchten. weiß nicht mal, wie das geht hier. Ja, das Druck ist auf mein sein erstes Mal. Bild, drucken und ihn groß Okay, machen. braucht ihr Auf nicht. sein Ich mach Bild das so. drucken. Okay, braucht ihr nicht. Hier. So. So. Bravo, genau. Also. Weiß gar So. nicht, wo Okay, das gut. Problem ist, ey. Ich Aber lese aus der Bibel. lies Wir von lesen. 1 bis 12, Ey, pass bitte. auf, Ja. gleich. Lies Ich nochmal. möchte diese Ey. Stelle zeigen, dann können wir alles Joker, lesen, hör endlich meinetwegen. zu, bevor ich sauer werde, ey. Bevor du jetzt Wer anfängst zu redet hier lesen. gerade? Wer redet hier? Wer Ich, redet gerade? der Admin. Der Admin. Ja, der hier zu Strenggläubig, bestimmen redest hat. du gerade mit mir? Ja, ich rede gerade mit dir. Strenggläubig, Bevor wenn du du jetzt. ein Problem damit hast, dass ich aus der Bibel hier gerade vorlese, kann ich auch rausgehen. Wenn du ein Pass auf, Problem hast, ich habe ich die habe Bibel, kein ich möchte Problem lesen, damit, du dass machst hier du aus Filme der die ganze Bibel Zeit. vorliest. Ich habe kein Problem, dass du aus der Bibel vorliest. Ich habe ein Problem damit, dass du vieles gleich überspringen wirst, aber wir einzeln detailliert auf Punkte eingehen, die du wahrscheinlich noch nicht mal gecheckt hast, während du diese Verse gelesen hast. Also los, geht's. Wir lesen ab Vers 4, wo du ja sagst, da geht es um die Gabe. So, also, Darf ich fang jetzt an, endlich? Vers 4, Vers 4, Darf ich? und dann habe ich eine Frage zuerst zu Vers Ja, 4. ist okay. Okay, los Okay. geht's. So, hier steht, denn es ist unmöglich. Unmöglich heißt unmöglich, liebe Freunde. Es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben, die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben, am Heiligen Geist. Guck mal. Und weiter, Unmöglich, lest merkt. weiter. Moment, ja, Moment, Moment, damit das jeder versteht. Merkt euch die Schlüsselwörter unmöglich und Heiliger Geist. Steht hier klipp und klar. Weiter. Also, und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann Okay, stopp, abgefallen stopp, sind. Nein, stopp, warum stopp? stopp. Wieder zur Was sind Buße die zu Kräfte? erneuern. Was sind Guck die mal, was Kräfte heißt der Zukunft? unmöglich? Ey, kannst du mich jetzt ausreden lassen? Ich Was bin doch sind die selber gar nicht Kräfte? fertig. Pass Wieso auf. grätschst du Ja, rein? pass Ich bin auf, noch gar ich nicht habe gesagt, wir fertig. gehen Vers für Vers durch. Ich möchte jetzt von dir wissen,
Was sind Ja. die Kräfte der zukünftigen Zeit? Weil er sagt, alles dies und den Heiligen Geist und die guten Worte und die Kräfte der zukünftigen Weltzeit. Jetzt ist meine Frage an dich, lieber Ja. Joker. Und Ja. das ist die Frage, die dir jetzt den Knockout geben wird. Was sind die Kräfte der zukünftigen Weltzeit? Was verstehst du am Heiligen Geist nicht? Was steht hier? Was Er interessiert mich sagt, das pass Zukünftige? auf, Hier steht Heiliger Geist. Was verstehst du er am sagt, Heiligen Geist nicht? pass Was auf, er verstehst du am sagt, Heiligen Geist will nicht? der mir eigentlich zuhören oder nicht? Pass auf, er Warum sagt, wenn. beachtest du das nicht und du willst den nächsten Pass auf, Punkt, das Zukünftige, ist Problem doch egal, ist, was er damit hört gemeint ist. nicht. Hier Du steht kannst nicht Heiliger mal die Geist. Frage beantworten. Komm, er liest vor, ich lese nochmal. Denn es ist unmöglich für die, welche erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und den Heiligen Geist teilhaftig geworden sind und des Gutes Wortes geschmeckt haben und dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit. Das heißt, diese fünf Komponenten müssen erfüllt sein, sonst dann kannst du nicht mehr abfallen. Das Ja? behauptest Jetzt pass auf, jetzt ist du. meine Frage an dich. Was sind die Kräfte der zukünftigen Weltzeit? Okay, das war gerade deine Behauptung, aber was steht hier? Anteil. Was heißt Da steht Anteil? die Kräfte der zukünftigen Weltzeit. Und jetzt möchte ich von dir wissen, was die zukünftige Erklär es uns, Weltzeit ist. Professor. Erklär es uns. Ja, erklär es uns. Okay. Hier drinne sagt Paulus, dass wenn jemand im tausendjährigen Reich ist, ja, durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Erleuchtung Gottes, durch das Wort Gottes, die Kräfte der zukünftigen Weltzeit geschmeckt hat. Das heißt, im tausendjährigen Reich, wo die Christen und nach dem tausendjährigen Reich abfällt, dann kann er seine Buße nicht erneuern, da Jesus Christus unten nicht von neuem gekreuzigt werden kann. Ja, hier geht es in diesem Vers geht es um die Zeit nach dem tausendjährigen Reich, wenn die große Schlange noch mal freigelassen wird. Das ist Bibeltheologie. Ich weiß, damit hast du dich schon auseinandergesetzt. Komischerweise seid ihr zwei die einzigen auf ganz TikTok, die diesen Vers nicht akzeptieren. Alle Christen sind sich Hä? einig. Alle, Okay, Cäsar, Amir, zwei Pastoren, mit denen ich geredet habe. Jeder sagt das Gleiche. Ihr zwei, die konvertiert sind, weil es euch nicht passt, Digga. Weil es euch nicht Joker, passt, dass ihr in du die hast Hölle mit kommt. mir Du nicht kannst den gesprochen, Jesus Joker, nicht du hast, Entschuldigung, Joker, sagen. du hast mit mir noch nicht gesprochen, Joker, du sprichst mit Daniel, nicht mit mir, Joker. Ja, Okay. alle sind sich einig. Hör mal zu, Reza sagt das Gleiche, Amir sagt das Aber kannst du mir einen Gleiche, Gefallen machen? Evangelist, Okay. hör mal zu, Okay, du hast Evangelist, recht, Joker, du Evangelist hast recht, sagt das ist das okay. Gleiche. Ey, Joker, du hast recht, das ist okay. Aber kannst du mir einen Gefallen machen und lesen bis 12? Okay, lesen wir. Einfach lesen, von 4 bis 12. Okay. Denn es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben, die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann abgefallen sind, wieder zu erneuern, zur Buße, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals, eben wurde gesagt, man kann nur einmal oder irgendwas, hier steht abermals, kreuzigen und zum Spott machen. Nur zur Info, da steht abermals. Denn die Erde, die den Regen trinkt, der oft auf sie fällt und nützliche Frucht trägt, denen, die sie bebauen, empfängt Segen von Gott. Wenn sie aber Dornen und Disteln trägt, bringt sie keinen Nutzen und ist dem Fluch nahe, so dass man sie zuletzt abbrennt. Was aber euch angeht, ihr Lieben, sind wir vom Besseren überzeugt und von dem, was Rettung bringt, auch wenn wir so reden. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er vergäße euer Werk und die Liebe, die ihr seinem Namen erwiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Wir begehren aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende. Weiter? Amen, 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 Gut. Amen. So. Aber also, was ist es unmöglich, der Mensch wieder zu Buße zu erneuern, korrekt? Korrekt. Also, würde ich zum Beispiel wieder Christ werden? Also, in dem Sinn, wenn ich zu dir sage, ich bin Christ, denkst du, habe ich Buße getan, dass ich in Richtung einen Stein gebeugt habe, jahrelang. Geht ja nicht. Ich verstehe Nein, den. aber ich sage, also da steht, es ist unmöglich, sie zu büßen, also Ja. die abgefallen sind, Ja. sie zu büßen zu erneuern. Also Daniel hat Buße getan, das bin ich sicher. Ich habe Buße getan und jeder kann Buße tun, Ja, aber weil wir es wird leben, nicht na hör akzeptiert. zu, das ist, das sagt die Bibel. Also der Hebräerbrief wurde. Man hört dich nicht wieder, Lok. An wen wurde Hebräer geschickt?
Ist doch egal an wen, an die Juden. Und jetzt? Na, nein, ist nicht, nicht egal. Es ist sehr wichtig, um wem. Es ist Das ist scheißegal, nicht Gottes Wort egal. zählt. Gottes Nein, Wort das ist ist für nicht jeden egal. Das gültig. wurde, die. Schau mal, das ist nicht egal. Es ist Ah, scheißegal, Daniel, um Digga. wem wurde die Hebräer geschickt? Ja, aber wer sind denn die Hebräer? Ja, eben, kann nicht antworten. Was heißt, er kommt hier, will mit uns. Will mit uns hier auch Reza hat gesagt und der hat gesagt, dort hat gesagt. Aber keine Ahnung hat, er hat noch nie mit uns Okay. richtigen Christen gesprochen. Wieder locker, Noch eine nie Frage. mit den richtigen Christen gesprochen. Okay, Nein, wieder locker, Joker, eine hör zu. Frage an. Joker, hör zu. Ich höre dir Hör die ganze zu. Zeit zu, wieder locker. Wir sagen, wir haben dir ein Antwort gegeben. Was ist so? Nee, hab, Ich das war habe Buße keine Antwort. getan, Du Daniel hörst mir hatte nicht Buße zu. getan und Das geht jeder nicht. Mensch kann Buße tun und Wie wird das zurückkehren. akzeptiert? Die Steht doch hier, Menschen, die die Buße dort wird nicht steht, es ist akzeptiert. unmöglich. Ja, unmöglich. Richtig, Unmöglich, unmöglich. die wieder zu Buße zu erneuern. Sie Ja, würden nie wieder genau. Christen werden. Sie werden nie wieder Christen. Du sprichst gerade mit Ja. Christen. Was willst du von Er uns? redet, er will die Wahrheit halt nicht akzeptieren, ja? Hallo Du Leute, kannst ihr ihm lest sagen, selber, ihr seid selber unmöglich. du sprichst nicht mit Atheisten. Die Christen waren nie wieder Buße tun und Christen werden. Guck mal, noch einmal. Sollen wir nochmal Verstehst du? lesen? Wie oft soll ich dir das vorlesen, dass du das Und verstehst? Daniel hat dir eine gute Erklärung gegeben. Es Versteht ist was? unmöglich. Guck mal, es ist unmöglich, jemand, der erleuchtet wurde. Das hat mit Atheisten nichts zu tun. Erfinde Wieder nicht. zu Buße zu erneuern. Erfinde Sie nicht. wieder zu Guck Buße mal. zu erneuern. Sie werden nicht Guck mehr mal. Christen. Guck mal, mein Lieber, Ja, hier steht komm, Mann, Atheisten, ey. wie du behauptest. Also, ich Du habe lügst. meine Antwort Du gegeben. lügst. Akzeptiere Der, es der einmal oder erleuchtet ist nicht. hier. Du lügst. Der einmal erleuchtet ist, egal wer. Scheißegal Sie wer. wieder zu Buße zu Ja, erneuern. der kann nicht mehr Buße tun, richtig, wieder Eber, locker. er wird nicht mehr Eber. Christ. Der Person wird nie wieder Christ. Ja. Und wir waren Christen, wurden Muslime und dann wieder Christ. Und wir waren kein Juden. Und Scheißegal, was haben du warst. Jesus Jeder. angenommen und sind Noch zurück zu einmal. Judentum. Ja, komm, Eber, Guck mal, du noch hast mal. keine Ahnung, Es ist von dem unmöglich, du sprichst. die einmal erleuchtet waren, Er ist ein kleiner egal wer. Troll. Ja, Könnt ihr nicht so lesen? funktioniert es nun mal nicht, so wie du argumentierst. Muss die Leute auch mal, Ja, du und musst jetzt auch lese ich andere noch mal, und jetzt lese Ansichten, ich noch mal, du dass es musst auch auch von mal Paulus. andere Ansichten annehmen, lieber Nein, Schüler. ich nehme nur Ja, die Bibel an. Ich nehme eure Urteil, du musst Ansicht nicht mal an. Ich annehmen. nehme an, Nimmst was annehmen. hier steht. Man Joker, kann nimmst du mit nur dir die Bibel reden, an? wie man will. Dann lese mir Lässt zwei deine Dokumente Meinung nur zu. zu. Nur Ganz kurz. das, Okay, was an deine ganz kurz, ganz kurz. Filterblase Darf platzt. ich mal etwas Doch, sagen? nein, Nein, darfst darfst du du nicht. nicht. So, 2. Korinther 12, Vers 21, ja? Sodass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und Zweiter Petrusbrief 1, Vers 20 steht klipp. sodass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und ich trauern muss über Ihr viele, die dürft nicht zuvor. interpretieren. Zweiter Petrusbrief 1, Vers 20. So, kein Bock mehr auf diesen Menschen. So, ich lese vor aus 2. Korinther 12, da geht es auch um die Buße. Und da geht es darum, pass auf, ich lese einfach ab Vers 20 Ich muss vor. dich nur mal ganz kurz unterbrechen. Ich wollte mich verabschieden. Ja, Und Johannes, danke, dass du da warst. wünsche dir einen gesegneten Tag euch. Passt auf euch auf. Und Gott sei mit euch. Gottes Shalom, Segen, Gottes Shalom Segen. Aleichem. So, ich lese mal ab 2. Korinther 12, Vers 19 vor. Meint ihr wiederum, wir verteidigen uns vor euch? Vor dem Angesicht Gottes in Christus reden wir. Und das alles, Geliebte, zu eurer Erbauung. Denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht finden, wie ich wünsche. Und ihr könntet mich nicht so finden, wie ihr es nicht wünscht. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen, so dass mein Gott mich nochmal demütigt bei euch, wenn ich komme und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt haben und nicht Buße tun, haben wegen der Unreinheit und Unzucht und Ausschweifelung, die sie begangen haben. Ja, das zeigt nochmal, ja, dass die nicht zurück, also nicht errettet werden, die nicht wegen ihrer Sünde Buße getan haben. Das nur Komm, nochmal zu diesem. ich joke da und lass ihn rein, Bruder. Ah, das ist doch nur stressig mit dem. Probiere gut mit ihm zu sprechen, der beruhigt sich. Ich glaube, der ist schon weg.
Aha, okay. Hat neutral zugehört. Ich bin leider sehr unwissend in dieser Thematik, weswegen ich auch nichts diesbezüglich gesagt habe, aber wenn ich schon höre, dass jemand über einen Vers spricht, wenn jemand sagt, hey, schlag doch mal diesen Vers auf, wenn dann Leute kommen und den ganzen Vers behandeln und er dann wortwörtlich sagt, es ist doch egal, was da steht, dann finde ich das sehr, sehr, sehr merkwürdig und sehr unglaubwürdig auch. Und das ist in, Wenn zum jemand den Beispiel Vers in spricht, dann muss Sprüche, man alles mit einbeziehen. auch schon im Alten Testament, Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Missetat leugnet, der wird nicht verziehen. Wer sie aber bekennen lässt, der wird die Barmherzigkeit Gottes erlangen. Deswegen sehr schön gesagt, Ja. Jungs, grüße Gott. Grüße Gott. Und in 2. Chronik 30, Vers 9 steht drin, denn der Herr, euer Gott, ist gnädig und barmherzig und wird sein Angesicht nicht von euch wenden, wenn ihr Buße tut und euch bekehrt. Ja, Also, ich das wünsche ist. euch alle Gottes Segen. Ich gehe ein bisschen mit meinem Sohn spielen. Ja, alles gut, Bruder. Wir hören uns. Shalom Aleichem. Gottes Segen. Daniel, Bruder, soll ich dir mal was vorlesen vom Heiligen Vater bezüglich Johannes 17? Ich finde das voll gut gesagt. Ja, mach mal. Guck mal, also, weißt du, wenn Leute mit Johannes 17,3 kommen, bei mir sage ich dann immer, okay. Machen wir nochmal 1. Korinther Kapitel 8, Vers 6 auf, sage ich dann immer, weil das ist ja vom Prinzip her dasselbe, ne? Wir glauben, wir haben nur einen Gott, so und wir haben nur einen Herr. Und dann füge ich mal das hier an, das von meinem Chrysostomus, und er schrieb bezüglich 1. Korinther 8, 6, dennoch behaupten wir nicht, dass der Name Herr ihm allein zukomme. Weil dort steht ja, wir haben nur einen Herrn, das ist Jesus, schließt ja den Vater nicht aus. Der Ausdruck einen gilt ebenso von dem Sohne wie von dem Vater. Und so wenig er den Vater ausschließt, dass er nicht Herr wäre, wie der Sohn Herr ist, weil dieser der eine Herr genannt wird, ebenso wenig schließt er den Sohn aus, genau, dass er nicht Gott wäre, wie der Vater Gott ist, weil der Vater der eine Gott genannt wird. Das heißt, wenn man sich auf dieses Wort der eine oder allein wahre Gott beharrt, dann muss man konsequent sein. 1. Korinther Kapitel 8, Vers 6, dann muss man sagen, dass der Vater nicht Herr ist. Obwohl er immer wieder als der Herr bekannt wird. Und zudem, wie du ja auch gesagt hast, die Monarchie. Der heilige Dionysius schrieb ja ebenfalls, sämtliche Namen, welche ich angeführt habe, können voneinander nicht getrennt und nicht abgesondert werden. Ich habe den Vater genannt, und ehe ich den Sohn hinzufügte, hatte ich diesen bereits in dem Vater bezeichnet. Ich führte den Sohn an, und obgleich ich den Vater vorher nicht genannt hatte, so war dieser doch in dem Namen des Sohnes schon mitbegriffen. Im Vater ist sowohl der Sohn als auch der Heilige Geist, weil sie von ihm ausgehen. Und unsere heiligen Väter sagen selbst, willst du wissen, was der Sohn ist? Willst du wissen, wer der Sohn ist? Dann geh zum Vater und du weißt, was der Sohn ist. Deswegen, diese Verse sind so, so gut gelobt, sogar auch für die allheilige Dreiheit. Ja, ich lese noch mal ein paar Verse gerade vor, nochmal zu der Buße, weil laut ihm ist ja dann eigentlich theoretisch gesehen jeder, der sündigt, lästert ja dem Heiligen Geist. Und du siehst einfach, und ich bin da ganz ehrlich, wenn da so eine Sekte ist, wie jetzt der Reza oder Army oder sowas, ja, die sagen, kein Christ kann mehr errettet werden, der vorher Moslem war oder sowas, ja, das zeigt einfach nur die Unwissenheit. Apostelgeschichte 17, Vers 30. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass er an allen Enden Buße tut. In Lukas 15, Vers 7 steht drinne: Ich sage euch, so wird euch Freude im Himmel sein und über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht bedürfen. Die Buße ist so wichtig für Gott. Und das hat er wieder eben schön vorgelesen. Der keine Buße tut, ja, obwohl er alle Gaben vom Heiligen Geist bekommen hat, der wird nicht errettet werden, denn er tut den Heiligen Geist lästern. Und er steht über der Buße, obwohl die Buße für Gottes Reich so unermesslich ist. Ja. Ich sage euch, Lukas 13, Vers 3, ich sage euch, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Ja. Naja. So, wenn jemand dieser Vers, wenn jemand sagt, ich stehe so, so oder so, zum Beispiel, ich will nicht Namen zitieren, dann sind die alle Ungläubige und alle falsche 50er. Okay? Da sind die alle Ungläubige und alle falsche 50er. Okay? Es geht, weil, ja, jeder weiß es, warum und warum nicht. Warum ich das sage.
Jeder weiß. Also. Weißt du, es gibt so viele Menschen, sogar zur Zeit von Christi, selbst die Apostel, die abgefallen sind kurz in ihrem Glauben und den Herrn Jesus Christus verleugnet haben. Ja, und der Jesus Christus hat ihn vergeben und gesagt, tut Buße. Und dann haben sie Buße getan. Petrus, wir kennen die Geschichte. Und er hat Buße getan und der Herr hat ihm verziehen. Und das zeigt nochmal die Liebe des Herrn Jesus Christus an uns Menschen, dass er die Möglichkeit gibt über die Buße, dass unsere Sünden vergeben werden. Aber was ist Buße? Buße ist, sich im Klaren zu werden über das, was man falsch gemacht hat und dies von ganzem Herzen zu bereuen. Ja. Also Buße, es gibt auch verleumderische Buße, da spricht die Bibel auch drüber. Wenn du tust, als wenn du etwas bereust, es aber im Herzen gar nicht bereust. Deswegen sagt der Herr Jesus Christus, dass er die Herzen und Nieren der Menschen prüfen wird, ob das, was in eurem Herzen ist, auch wirklich das ist, was aus eurem Mund kommt. Ja, und das wird dann nochmal in Jakobus 2 gesagt, dass aus dem Glauben gute Werke gehen und dass man die Menschen an den guten Werken erkennt und nicht an dem, was sie sagen. Denn was bringt es dir zu sagen, ich tue gute Werke, aber du machst keine guten Werke? So erkennst du doch einen Gläubigen an den guten Werken und nicht an seinen Worten. Ja. Das sind so viele Punkte, die man da aus biblischer Sicht auseinandernehmen könnte. Deswegen, liebe Geschwister, lasst euch nicht verwirren in irgendeiner Art und Weise und lasst euch nicht euer Recht auf das zukünftige Himmelreich wegnehmen, denn nur einer ist Richter, der Herr Jesus Christus, und er hat das gesamte Gericht vom Vater bekommen, der die Quelle der Macht ist. Und damit ist Jesus selbst die Quelle der Macht, denn er hat alles vom Vater bekommen. Und wer über uns richtet, ist der Herr Jesus Christus und nicht irgendein 0815 Mensch um die Ecke. Ja. Sehr schön gesagt, Bruder, sehr schön gesagt. Aber so ist es, ne? Also generell auch diese Wörter, dass ihm alles übergeben wurde, darf man niemals in einem menschlichen Sinne verstehen, in dem Sinne, dass er es davon nicht hatte, sondern in einem ewiglichen göttlichen Sinne, und zwar im Kontext der Zeugung, dass ihm in der Zeugung ewiglich alles übergeben wird. Und weil er ewig aus dem Vater gezeugt ist, hat er ewiglich alles, was der Vater hat. Wer möchte denn? Ihr könnt mal unten reinschreiben, wer möchte denn hier Moderator machen? Ich nehme aber nur Christen als Moderatoren. Mach mich zum Moderator, bitte, Ja, Daniel. Bruder, dich sowieso. Oh, jetzt wollte ich dich schon fast trennen. Oh, wie mache ich das denn nochmal? So, ich habe dir schon mal Modi gegeben. Daniel, du weißt ja, wie es in unserer Kirche ist, wenn man den Glauben leugnet, ne? Wenn man Erklär's. den Glauben. Ja, ich wollte auch kurz. Ist Daniel da? Ja, ich bin da. Achso, nee, der andere, habe ich Daniel gesagt, Entschuldigung, ich meinte David. David, bist du da, Bruder? Meinst du mich, Bruder? Ja, ich bin. Wenn man den Glauben verleugnet, dann verliert man ja den Heiligen Geist. Dann geht man doch zum Priester, man beichtet das, und dann wird dir doch vergeben. Und wenn du sogar konvertierst, dann musst du doch die Ölsalbung nochmal bekommen. Aber kein Priester hat jemals gesagt, in diesen 2000 Jahren, kein Bischof, kein Priester hat jemals gesagt, dass dir nicht vergeben wird. So. Shalom. Ja, Shalom. Sag weiter, Bruder. Tut mir leid, aus Versehen unterbrochen. Shalom. Also du bist Ja, kannst du ganz doch mal leise, ausholen. Daniel. David, du bist ganz leise. Wie geht's? Hallo. Hallo. Ja, Shalom. Mit wem sprichst du? Wieder, ich habe mitgekriegt, dass du zum Islam konvertiert bist. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Okay. oh Alhamdulillah. Ja, Mann. lass nur, Bruder, lass nur. Nein, Bruder, wirklich. Sowas gibt es vielleicht bei dir auf dem Stream, aber ich lasse sowas nicht zu, ja. Also schon mal gerade mit so einer frechen Art und Weise hier reinzukommen. Ich bin doch kein Kleinkind, der sowas zulassen muss. Ja. Ja, Ich ist kann es nicht immer noch schlecht, nicht. schlecht. Pass auf, ich lese mal ein paar Sachen vor vom heiligen Ignatius, der von Apostel Petrus und Johannes gelernt hat. Und da geht es über die Irrlehrer, ja, über die Leute, die Irrlehren verbreiten, ja.
Da steht's drinne über die Verführung, ja. Keiner soll sich daher verführen lassen, wie ihr euch auch nicht verführen lasset, denn ihr gehöret ganz zu Gott. Wenn nämlich kein Streit bei euch eingedrungen ist, der euch quälen könnte, dann lebt ihr fürwahr für Gott gemäß. Ein Sühnopfer für euch bin ich, und ich werde euch geweiht für euch. Die weitbreite Kirche ist für ewige Zeiten. Das Fleischliches können das Geistige nicht tun und die Geistigen das Fleischliche nicht. So wenig wie der Glaube die Werke des Unglaubens oder der Unglaube die des Glaubens. Aber auch was ihr dem Fleische nach tut, ist geistig. Denn ihr tut alles, wenn ihr Jesus lebt für Jesus Christus. Ja. Schließ noch was vor, nochmal hier zu dem Tun, nochmal zu dem Tun. Unser Reden, Schweigen und Tun sei ein Bekenntnis Gottes. Besser ist es zu schweigen und etwas zu sein, als zu reden und nichts zu sein. Gut ist das Lehren, wenn man tut, was man sagt. Einer nun ist Lehrer, der sprach und geschah. Und dass er, was er schweiget getan, ist des Vaters würdig. Wer Christi Wort besitzt, kann wahrhaftig auch sein Schweigen vernehmen. Damit er vollkommen sei, damit er durch sein Wort wirke und durch sein Schweigen erkannt werde. Nichts entgeht dem Herrn, sondern auch unsere Geheimnisse sind nah bei ihm. Deshalb wollen wir alles tun, als ob er in uns wohne, damit wir ein Tempel seien und er unser Gott in uns wohne, wie es auch ist. Und sie zeigen uns von Angesicht. Deshalb sollen wir aufrichtig lieben. Ja, der Ignatius hat auch so gute Punkte immer gebracht. Kennt ihr dieses, die Christen, die sich nur damit schmücken, mit ihren Worten, dass sie Christen sind, dass sie sagen, ich habe den Heiligen Geist, wir haben die Wahrheit, wir haben dies, ich bin das, ich bin dies. Und du erkennst daran, dass sie nur reden, aber nicht handeln. Aber ein Christ, der für Jesus ist, der redet nicht darüber, sondern er handelt danach. Und das ist der große Punkt, was einen richtigen Christen und einen falschen Christen unterscheidet. Ja. So, wenn ich gerade im Ignatiusbrief drin bin. Daniel, ich finde es halt so wichtig, dass wir den Menschen Mut machen müssen, die halt diese Irrlehre geglaubt haben, dass wenn man abfällt vom Glauben, dass es keinen Zurück gibt. Es ist so tragisch, dass Leute in Depressionen verfallen und die Hoffnung verlieren. Ne? Dabei lehrt uns doch die Kirche, dass Gott Liebe ist und dass wir ihm den Rücken kehren, aber er auf uns wartet. Und wenn wir dann zurückgehen zu einem Priester und das beichten und eventuell sogar die Ölsalbung wiederbekommen müssen und wieder die Gaben des Heiligen Geistes bekommen, zurückfinden zum Herrn, weißt du? Und ich möchte das halt nochmal sagen, dass die Menschen halt nicht die Hoffnung verlieren. Man ja. sollte nie die Hoffnung verlieren, denn der Herr Jesus Christus ist die Hoffnung. Genau, ja. Genau wie er Petrus vergeben hat und zurückgenommen hat, so verzeiht er uns auch. Die Ölsalbung, fragt Christian, was ist die Ölsalbung? Die Ölsalbung ist ein Sakrament bzw. ein Mysterium der Kirche, das nach der Taufe vollzogen wird. Es ist, wie in der Bibel gesprochen wird, das Auflegen der Hände, ja, womit der Heilige Geist kommt. Wenn der Priester die Salbung macht, sagt er, Shvarayis Pneumatoshayu, also Siegel des Heiligen Geistes. Und es kann ja halt vorkommen, dass man seinen Glauben verleugnet. Und weil Gott Liebe ist und diese Entscheidung respektiert, lässt er dich ihm den Rücken zudrehen. Gott dreht niemandem den Rücken zu. Ja? Er wartet auf dich wie ein Vater. Und wenn wir ihm den Rücken zudrehen, wartet er trotzdem auf uns. Und wenn wir halt diesen Siegel verlieren, dann müssen wir zurückgehen und diesen Siegel nochmal bekommen. Denn es gibt ja nur eine Taufe laut dem athanasischen Glaubensbekenntnis. So, das heißt, wir können zwar nicht nochmal getauft werden, aber wir können die Ölsalbung nochmal bekommen.
Das habe ich vom Erzbischof Savas, vom heiligen Berg Athos. Also das ist jetzt nicht meine Meinung. Ja. Und genau so ist es. Also man kann immer wieder, manchmal ist diese Ölsalbung nicht mal nötig. Man kann einfach zur Beichte gehen, bereuen und den Heiligen Geist wieder empfangen. Ja. Also glaubt bitte nicht denen, die sagen, man ist verloren. Ja. Christian, ich muss mal ganz kurz antworten, ja. Hier, das ist ein orthodoxer Stream. Ja, wir glauben daran, was in 2. Thessalonicher 2, Vers 15 steht, dass die Apostel durch Wort und durch Schrift geteilt haben. Und sie haben oft an Gemeinden geschrieben, wo sie selber nicht sein konnten. Wenn wir aber Schüler haben, die die Apostel rezitieren oder von den Aposteln direkt gelernt haben, dann nehmen wir das als Wahrheit an, wie es in 2. Thessalonicher 2, Vers 15 auch steht. Denn es gibt viel mehr, und das steht selbst in der Bibel drin, als das, was in der Schrift steht. Es wurde so viel von Jesus gesagt, doch kein Buch könnte es erfassen, alles in ein Buch reinzuschreiben. Und das steht schon in der Bibel drin. Und ich gebe mal ein kleines Beispiel. Ignatius hat viel über Irrlehren und sowas geschrieben. Das war der Schüler von Petrus und Johannes. Und er hat sozusagen eigentlich auch den Islam damit widerlegt, ja. Der sagt, ihr Lehrer sind wie Giftmischer. Ich ermahne euch also, doch nicht, sondern die Liebe Jesus Christus. Genießet bloß nur die christliche Speise. Enthaltet euch fremder Kost, das heißt der Irrlehre. Denn die, welche sich selbst mit Jesus verknüpfen, und wir wissen, wer auch noch einen anderen Jesus hat, ne? Die Muslime. Denn die, welche sich mit Jesus selbst verknüpfen, damit sie glaubwürdig erscheinen, gleichen einem tödlichen Gift, dem süßen Wein beigemischt ist, dass man den Ahnungslosen gerne in verderbliche Lust macht, verliert damit die Gnadengabe und ist damit tot. Ja. Und wer tut sich noch mit Jesus Christus verknüpfen? Erinnert euch mal dran. Ja, das war der Schüler von Johannes und Petrus, der angeblich, also Johannes und Petrus sollen ja angeblich Muslime gewesen sein, aber deren Schüler sagt, dass wir nicht von dem wahren Christus abfallen sollen und dass andere kommen und sich mit Christus verknüpfen, nur um glaubwürdig zu erscheinen, aber dass sie gar nicht glaubwürdig sind, sondern dass sie von der Gnadengabe abfallen und deswegen den ewigen Tod erleiden. Liebe Geschwister, wir müssen fest im Glauben bleiben an den Herrn Jesus Christus, dass er wahrhaftig hier unten war und für uns gestorben ist, seine Sünden, unsere Sünden getragen hat und dass wir durch ihn errettet werden. Und das ist das Wichtigste, was es gibt. Ja? Nur durch den Herrn Jesus Christus können wir gerettet werden. Nur. Und ganz ehrlich, guckt doch mal in diese Welt rein. Guckt wirklich einfach mal in diese Welt rein. Guckt mal, seht ihr noch Glück in den Gesichtern? Seht ihr, weißt du, die Menschen, die viel Geld haben, die sind glücklich für diesen Moment. Aber dieser Moment geht. Und damit geht auch das Glück. Sie werden alt, sie werden krank und sterben. Und selbst der, der am meisten Geld hat auf dieser Welt, der am meisten Geld hat, hat am Ende, wenn er krank wird, bringt ihm all sein Geld nichts. Ja? Und wenn er stirbt, kann er sein Geld nicht mitnehmen in sein Grab. Ja? Und das zeigt uns einfach nur, dass wir nur eine wirkliche Währung haben. Und das ist das ewige Leben, was wir nur durch den Herrn Jesus Christus bekommen können. Und das ist wirklicher Reichtum. Reichtum in dieser Welt ist kein Reichtum, sondern nur der Herr Jesus Christus gibt uns Reichtum in der nächsten Welt. Sorry, dass ich so philosophisch bin, aber ich versuche einfach auch mal ein bisschen die Botschaft zu bringen, da das so oft vergessen wird. Und ich sage euch auch, liebe Geschwister, haltet euch von den Muslimen fern. Ja, haltet euch von denen fern, nur wenn sie echte Fragen haben. Wenn ihr merkt, die wollen nicht mit euch reden, sondern sie wollen eure Religion schlecht machen, haltet euch fern von den Muslimen. Sie haben eine antichristliche Lehre. Ja, sie haben eine antichristliche Lehre. Und wir wissen, dass in Johannes 2 steht, in 2. Johannes, dass wir uns von Leuten, die mit einer anderen Botschaft als die des gekreuzigten Jesus Christus kommen, fernhalten sollen. Ja, das ist wichtig.
Daniel, kannst du mal erzählen, warum du Theologie studiert hast? Oh nee, bitte nicht. Das hat familiäre Hintergründe. Das ging manchmal so von mir selbst aus. Ja. Dimitrios, bist du noch da? Ja, Bruder. Kannst du eigentlich das Vaterunser auf Altgriechisch? Ja, das kann jeder Grieche, das ist nichts Schweres. Machst du uns einmal das Vaterunser auf Altgriechisch? Also jetzt, klar, also könnte ich machen und dann würde ich auch rausgehen. Ja. Ja. Eine Sekunde. Pater imon, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφηση μην τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από το πονηρού. So sagen wir das. Und dann sagen wir Amen. natürlich auch, ότι σου έστειν βασιλεία και δύναμη και δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Genau. Also, ich habe mich sehr gefreut. Amen, Bruder. Ich Danke. wünsche euch Gottes Segen und bis bald. Zwölf, Bruder. Und ich mache das extra. Ich frage die Aramäer immer, ob sie uns das auf Aramäisch sagen können, der Sprache Jesu. Und dann auf Sprache der Apostel, Altgriechisch, ja. Und auf unseren ganzen Manuskripten auf Altgriechisch. Und das ist halt die Sprache, die gesprochen wurde. Und ich finde es halt schön, dass ich vor allem in der orthodoxen Szene viele Griechen habe, die Altgriechisch können, Aramäer habe, die Aramäisch können und uns auch wirklich die Schrift nochmal im Alten auslegen können. Und das finde ich halt auf dauerhaft wirklich schön, dass jeder auch, der hier in meinen Stream kommt, was lernen kann. Will noch jemand reinkommen? Gibt es noch Fragen? Wenn ihr jetzt Fragen habt, könnt ihr mir die gerne stellen. Kann auch privat sein. Eben habe ich gehört, was ich jetzt beruflich mache. Ich habe den Doktor der Chiropraktik gemacht und habe eine eigene Praxis der Chiropraktik. Ja, damit verdiene ich mein Geld. Wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwas, dann könnt ihr gerne hochkommen oder die Frage unten stellen. Eine Sch Erst Johannes 3. Ach, mit der Sünde, ja. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht die Sünde, denn sein Same bleibt und er wird nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Damit ist gemeint, dass die Sünde mit dem Herrn Jesus Christus besiegt ist. Aber jede Sünde, die wir tun, als normaler Mensch durch den Teufel geht, aber der Herr Jesus Christus jede Sünde für uns auf seine Schultern nimmt und für uns gestorben ist und wenn wir Buße tun in dem Glauben an den Herrn Jesus Christus, so wie es geschrieben steht, es wird diese Sünde uns nicht angerechnet, sondern der Herr Jesus Christus nimmt diese Sünde von uns weg. So. Shalom, Bruderherz oder Brüder. Shalom, Abu Bruder. Ganja. Wie geht's dir, Bruder? Wie geht's dir? Alhamdulillah, mir geht's gut. Alhamdulillah, ja? Bruder, du bist doch Aramäer, oder? Ja. Bruder, mach doch mal das Vaterunser für uns auf Aramäisch. Das war jetzt. Ich bin auf der Autobahn, Bruder. Shalom, Bruder, Shalom. Entschuldigung. Wie geht's dir, Bruder? Gut, Bruderherz. Wieder, ich habe dich sehr vermisst, Bruderherz. Warum vermisst du, Bruder? Ich hab dich schon lange nicht gehört. Ja, ich war gestern oder so, vorgestern live oder so, Bruder.
Obwohl ich noch meistens debattieren mit deinen liebsten Brüder, die Muslime, yeah. Oder ich tue doch mit denen oft debattieren. Deswegen bin ich fast in gar keinen Streams mehr. Also ich bin nur noch, ja, die Kreuzzüge, Bruder, die haben begonnen. Yeah. Ja, ich habe die auch, ich sehe, du bist immer wieder bei Harut, oder? Ja, ja, ganz genau. Leute, die unten drinnen sind, alle, die Christen sind, ja, könnt ihr alle, die Christen sind, bitte mal ein Kreuz in die Kommentare machen und alle, die Muslime sind, bitte mal ein Mondgott in die Kommentare. Mondgott. Er meint Lach, deswegen Lach. Der Daniel weiß genau, was er sagt. Fängt nur Christian da zu schauen. Das freut mich, dass wir ein Kreuz schreibt da unten. Könnt ihr mal ein Kreuz reinmachen? Der schreibt Kreuz, ich geh kaputt. Ey, soll ich euch mal eine lustige Geschichte erzählen? Ich war gestern bei diesen Ad-Exis drinnen, ne? Dieser angeblich kleine Junge, dieser Ex-Christ, dann gehst du da rein und dann liest er sowas vor. Aus Samaria, ne? Wo hat der Kleine dann, dieser. Ja, genau. Und dann sage ich so zu ihm, er liest das so vor, ne? Mit Bäuchen auf, ihr wisst schon was, ne? Und dann sag ich zu dem, kannst du mir mal sagen, was Samaria ist? Ich sag's extra wie ein Frauenname, ne? Kannst du mir sagen, wer Samaria ist? Und dann sagt er so, ja, das war eine Frau. Nein! Doch. Da habe ich gesagt, okay. Also, hä? Dann sage ich, du weißt schon, dass das nicht Samaria heißt, sondern Samaria, oder? Was hat der gesagt? Ja, das habe ich nicht. Ich habe das nie gelesen. Und da habe ich gesagt, genau das ist das Problem bei euch. Ihr lest nicht. Genau, die nehmen sich von irgendwo, ja, von der PDF von Hamdi oder von Google, Abu Google oder Sheikh Google. Und die lesen nicht in der Bibel, sondern diese Stelle, ja, hier steht so, warum? Hier steht so, warum? Aus dem Kontext, Bruder, aus dem Kontext. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Und weißt du, danach kam ein Akro rein, ein Akro mit Ausrufezeichen am Ende. Und weißt du, was er zu mir sagt? Ja. So, ist so, was würdest du denn gerne mit dir machen? Dann sagt er, pass gut auf, ich werde dich noch entführen. Was, entführen? Dann, ja, wir haben das auf Video. Okay, ich werde dich entführen. Ich werde dich empfehlen und dann wirst du sehen, was ich mit dir mache, sagte. Ah, okay. Ja, dann viel Spaß erstmal, ne? Alter, weißt du, so eine Anabolika-Bier, ne? Weißt du, der so einen kleinen Minikopf hat und so einen riesen Körper, weil die ganzen Steroide schon aus ihm rausdrücken. Bruder, das wird dir nichts bringen. Das wird dir nichts bringen. Das wird dir nichts bringen, Bruderherz. Weil wir haben Gott an unserer Seite. Sie können mein Fleisch töten, doch sie können nicht mein Geist haben, denn mein Geist Amen. Ist mein Jesus Christus. Amen. Amen, Bruder. Ich habe eine Frage, Bruder, wenn du schon da bist. Ich bin hochgekommen, weil ich wollte dich was fragen. Es gibt eine Stelle in der Bibel, ich glaube, das ist bei Jesaja 30, weiß ich welcher Vers, da geht es um die Besoffenen, um diese Priester, die besoffen waren. Mit dieses, wie heißt es nochmal? Wie heißt die Stelle? Kennst du die Stelle, Bruder? Nein. Was ist das, Jesaja 30? Ganz kurz. Ich glaube, Jesaja 28, hier steht 28, 13, ja. Das glaube ich, ja. Jesaja 28. Genau, Jesaja 28, 13, genau. Ich will mal deine Meinung hören, Bruder. Und es soll euch in ihnen das Wort des Herrn werden, Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig, damit sie hingehen und rückwärts hinunterstürzen, zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. Bruder, muss ich mir, glaube ich, erstmal den ganzen Vers durchlesen, genau. Oder? Richtig, deswegen lest dir mal in Ruhe kurz alles durch, Bruder, weil es gibt manche Übersetzungen, quasi, die übersetzen dieses Wort für Wort ganz anders. Sondern mit irgendwas ist Salau, Salau, Blibi, Zwi, Zwi, und keine Ahnung was. Lest mal erstmal alles durch. Aber das mache ich jetzt. Deine Meinung. Das mache ich in Ruhe und dann schreibe ich dir. Oder so, Bruder, ja, oder so, perfekt. Weil ich wollte mal nur deine Meinung hören, deswegen. Weil ich habe das jetzt quasi, wie ich es verstanden habe, okay, ich möchte nur wissen, wie du es verstanden hast. Deswegen lass dir Zeit, Bruder, wir reden heute Abend, wenn du willst. Liebe Geschwister unten alle, ne? Wisst ihr, was das Wichtigste ist? Dass wir den Herrn Jesus Christus bekennen. Deswegen bitte ich jeden Christen unten zu schreiben,
Jesus ist Gott unten rein. Jesus ist Gott. Ja? Jeder, der Jesus liebt, schreibt unten rein, Jesus ist Gott. Jesus ist Herr. Jesus ist Herr oder Jesus ist Gott. Ja, Jesus ist Kyrio. Ja, damit alle sehen, was wir glauben. Dings Gabriel, nein, Vitaloka konvertiert nicht zum Islam. Dieser Joker ist ein Munafik, ist ein Lügner. Der Vitaloka, wenn der zum, also ich verspreche, Alhamdulillah. Ich glaube, der würde eher, keine Ahnung was werden, Hinduist oder sowas. Genau. Oder ich glaube, der würde sich lieber einen Strick nehmen und sich erhängen, als bevor der nochmal Muslim werden würde. Ja, ich glaube, der würde sich einweisen lassen. Keine Ahnung, was der alles machen würde, bevor der nochmal Moslem werden würde. Der Freimaurer werde. Und Freimaurer, dann. Oh, hab ich vergessen, Bruder. Genau. Aber Vita. Also ich kann mir vor. Abu Kanja, ja, Bruder. Der würde vorher Satanist werden. Ach so, ja, ist ja das Gleiche. Ja. Also laut manchen anderen, ja, ist Vita schon längst ein Eingeweihter. Also Vita ist offiziell ein Eingeweihter bei der Freimaurer. Und er ist kein Christ mehr natürlich, ne? Darf man auch nicht vergessen. Ja, ich bin ja auch nicht also dieser eine Evangelist, dieser eine, der sich Evangelist nennt, der hat ja auch gesagt, ich wäre Freimaurer. Weil auf meinem Kreuz wäre so ein Freimaurer Jesus. Und da habe ich mir gedacht, krass, ey, guck mal, das ist ein Kreuz, das wurde bei einem christlichen Wikinger gefunden, aus dem 9. Jahrhundert. Da sage ich, boah, krass, die Wikinger waren Freimaurer. Wahnsinn, ja? Nee, Bruder, also ich habe die wildesten Theorien von dem gehört, die wildesten Theorien. Wenn du jetzt ein Bild von dir hast, ja, sagen wir mal, kann von ein Bild, wo du gerade im Schwimmbad bist, ne? Er sieht dort irgendwas, was mit dem Freimaurer zu tun hat. Irgendwas. Auch wenn es jetzt in dem Moment der Wind, der dazu gebracht hat, dass deine Haare quasi an dein Auge gehen, ne? Man sieht nur noch ein Auge, fertig. Fertig, weißt du, schon eingeweiht. Weißt du, früher bist du wegen sowas eingewiesen worden, das hat sich Schizophrenie genannt. Ja, ich weiß auch nicht, weißt du, der läuft wahrscheinlich auch über keine Wiese, weil da die ganzen dreieckigen Maulwurfhügel sind. Ja, ich weiß es ja nicht, ja. Vielleicht sind die Maulwürfe eingeweihte Freimaurer. Das kann alles möglich sein, ich weiß es nicht. Deswegen mach dir keinen Kopf, Bruder, also das ist nichts Neues. Wir haben alle schon quasi, unser Heil wurde schon abgesprochen von uns allen. Also nicht nur von Vita, sondern von uns allen. Auch von Jerry, von Ian, von Elianathan. Alle wurde das Heil schon abgesprochen, Bruder. Uns allen schon. Ja, gut. Also diesen der Jesus Christus sagt, dass man einen Menschen erkennt, ob er Christ ist oder nicht, wenn der andere urteilt. Ja. Daniel, kannst du mal erklären, wie du und warum du orthodox geworden bist? Die, die mich vielleicht schon länger kennen, die wissen, dass ich mich immer mit der apostolischen Geschichte und der frühchristlichen Geschichte auseinandergesetzt habe. Und ich bin fester Überzeugung, dass die ersten Christen, die durch die Apostel gelernt haben, ja, den wahren Glauben hatten. Also versuche ich zu leben wie die ersten Christen. Und da die orthodoxe Kirche meiner Meinung nach die einzige Kirche ist, die wie die ersten Christen lebt und diese Tradition mitgenommen hat, ist die Orthodoxie für mich keine Alternative, sondern einfach nur das, wo ich mich zu Hause fühle. Soll aber nicht heißen, dass ich jemand anderen das Heil abspreche, weil er nicht orthodox ist. Das wollte ich gerade eben auch sagen und dieser Meinung bin ich auch. Ja? Das heißt nicht gleich, dass irgendjemand das Heil absprechen oder so. Das ist Wahnsinn, Bruder, sowas würde ich niemals machen. Auch wenn es andere machen. Es gibt natürlich viele Geschwister, die machen das. Ich würde es niemals machen. Ja? Dieser Meinung bin ich nicht, ich bin ehrlich. Und deswegen verstehe ich auch, Daniel, ich bin auf jeden Fall auf deiner Seite. Ich bin auch dieser Meinung. Definitiv. Und sowas macht man auch nicht. Ich bin eine andere Meinung. Ihr seid alle Käfers. Tut mir leid, Resana. Käfers, ja. Alle Jahils, ja. Bruder, wir sind natürlich. Wir sind ja alles Freimaurer und wir sind Jahids, Bruder. Was sollen wir jetzt machen? Jetzt haben wir ein Problem. Wir müssen also neu konvertieren. Also. Genau. Ganz genau. Wir müssen jetzt neu konvertieren. Vier Frauen heiraten. Alhamdulillah schreien. Ah, stimmt. Wir dürfen das ja nicht sagen, Bruder. Ne? Weil es ist ja auch Freimaurerei. Ne? Alles Freimaurer. Genau. Alles, Bruder. Hast du schon was gegessen, Vita? Ich habe es gegessen, ja. Ja, eigentlich wollte ich mit meinem Sohn spielen gehen, aber er schläft. Dann habe ich gedacht, Alhamdulillah, ich kann noch ein wenig
Ja, mit den Brüdern und Schwestern sein. Immer Alhamdulillah genau. Sagen, Bruder, immer. Das ist sehr, sehr wichtig. Genau, Bruder, ganz genau. Weil sonst, wir sind ja keine Christen, wir dürfen nicht Halleluja sagen, wir müssen ja Alhamdulillah sagen, ne? Weil uns wurde ja, ja der Glauben abgesprochen. Die Leute träumen davon. Die Leute träumen davon, dass ich Muslim werde wieder, weißt du? Deswegen, Bruder, deswegen. Leider. Ja. Weil wenn du sagst Halleluja, heißt es, warum sagst du das? Du bist doch gar keiner. Du bist ja gar ich keiner. Bin der Albtraum, weißt du? Richtig. Ei. Bruder, aber ich war selber sehr, sehr schockiert. Also, als ich es auch noch gehört habe, dein Name, nicht nur Jerry oder Elianathan, auch dein Name. Ich habe gesagt, okay. Okay, ich wusste schon vorher, dass er quasi schon den Vogel abgeschossen hat. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist endgültig. Also er braucht auf jeden Fall eine Therapie. Eine richtige Therapie, Bruder. Ja. Ein Exorzismus, also man muss es echt durchführen, definitiv. Es gibt Grenzen, Bruder. Weißt du, man kann Kritik ausüben. Ich sag immer, man kann Kritik ausüben, man kann ja seine Meinung sagen, alles okay, solange man nicht jemanden beleidigt oder. Alles okay, Bruder, alles gut, ne, in Liebe. Aber es gibt Grenzen, verstehst du? Es gibt Grenzen. Wenn die überschritten sind, finde ich dann keinen Spaß mehr. Dann finde ich denjenigen ein bisschen krank. Darum, Bruder, ich nehme einfach Abstand. Ich muss nicht mit der Person sprechen. Richtig. Ja. Hey, du merkst du selber, Bruder, guck mal, wir sind in Harmonie, wir reden miteinander. Wir haben viel Liebe im Herzen, verstehst du? Wir verstehen uns, wir streiten uns nicht. Das ist wichtig, finde ich. Das ist es aber. In Liebe zu unseren Herrn. Weil der Herr ist unser Vorbild, Bruderherz, deswegen. Der Herr ist unser Vorbild. Ja, Bruder, das ist es so. Weil er ist wirklich ein Vorbild, nicht wie jemand anders. Ja? Wenn ich mir jetzt Mohammed anschaue, Mohammed soll ja der beste Mensch gewesen sein, ne? Jetzt nimm mal den Vergleich Mohammed und Jesus. Es gibt keinen Vergleich, Bruder. Da kann man nicht vergleichen. Es gibt sogar gar keinen Vergleich. Das ist ja schon unverschämt, normalerweise, wenn man die vergleicht. Liebe Geschwister, hört ihr mich? Ja. Ihr könnt den Stream woanders weitermachen. Danke, dass ihr in meinem ersten Stream alle wart. Ich wünsche euch allen Gottes Segen. Ja, ich habe jetzt Termine um 4:30. Und dann wünsche ich euch Gottes Segen. Möge der Gott, Herr Gott, euch einen guten Tag schenken und eine schöne Woche noch und ein schönes Wochenende. Und geht am Sonntag in die Gemeinde, wo auch immer die ist. Und lasst euch danke, Bruder. Lernen. Gottes Segen. Gottes Segen. So. Gottes Segen, Bruderherz.